Und? Haben unsere Spezialisten den Rechner des Toten schon untersucht? Die sind noch dabei. Robert ist da geblieben. Hast du der Mutter des Toten erzählt, dass es kein Selbstmord war? Ja, das hat sie ja gleich gesagt. Mit der Verlobten hast du auch gesprochen? Ja, die konnte es erst gar nicht fassen. Sie ist davon überzeugt, dass die Leute aus seiner Firma dahinter stecken. Gut möglich. Ich habe hier gerade mal die Presseunterlagen über diesen Wohnungsbaukonzern ausgewertet. Was gibt's denn da auszuwerten? So einiges. Es gab da undurchsichtige Immobiliengeschäfte und Verkäufe von öffentlichen Grundstücken. Dabei sollen viele Millionen in dunklen Kanälen versickert sein. Auch Steuergelder. Und du meinst, der Tod des jungen Mannes hat was damit zu tun? Klar. Zumindest ist es gut möglich. Als Systemadministrator hatte der doch Einblick in alles. In Verträge, in Überweisungen, Kontoverbindungen, in alles. Ja, vielleicht ist er den Geschäftsführern irgendwie auf die Schliche gekommen. Ja, und die haben ihren Angestellten dann vielleicht entsorgt oder entsorgen lassen. Das wäre durchaus möglich. Und dieser Baustadtrat, der könnte da auch mit drin hängen. Ich meine, bei den ganzen Projekten geht ohne den gar nichts. Wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Baustadtrat schmieren lässt. Hey, Robert, da bist du ja schon. Gibt's irgendwas Interessantes? Also mit dem Arbeitscomputer sind die Kollegen noch nicht fertig. Dafür ist die Spurensicherung am Tatort beendet. Mhm. Auf der Galerie und an der Wand haben die so seltsame Kratzer und Schleifspuren festgestellt. Woher stammen die? Das wissen die noch nicht. Muss noch untersucht werden. Könnten auch ältere Spuren sein. Okay. Dann fahre ich mit Gerrit noch mal in die Wohnung. Diese vertraulichen Unterlagen ansehen und den Rechner sicherstellen. Dann bring doch gleich ein paar Schriftproben mit. Die Forensiker brauchen möglichst viele verschiedene davon. Der Forensiker wird sich schwer tun. Das Wort sorry besteht ja nur aus 5 Buchstaben. Ja, vielleicht bemerkt er ja direkt, dass es nicht die Handschrift des Toten ist und dann... Was machen Sie denn hier? Oh mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Sie haben das Siegel gebrochen. Warum sind Sie nicht im Hotel und warten, bis die Wohnung hier freigegeben ist? Was suchen Sie da eigentlich? Nach Beweisen. Ich bin mir inzwischen sicher, dass Stefans Tod was mit seiner Firma zu tun hatte. Wissen Sie eigentlich, dass Sie durch Ihr eigenmächtiges Handeln hier wichtige Spuren vernichten können? Das tut mir leid. Ist schon okay, aber jetzt fahren Sie bitte wieder in Ihr Hotel zurück. Wir informieren Sie, sobald es irgendwas Neues gibt oder der Tatort hier freigegeben wird, ja? Okay. Danke. Wiedersehen. Weißt du, was wirklich komisch ist? Wenn die Tat wirklich was mit den Firmengeheimnissen zu tun hat, wieso hat der Täter da nicht die Unterlagen mitgenommen? Ja, vielleicht sind die gar nicht so brisant, wie wir glauben. Aber wir nehmen trotzdem alles mit. Ja, und die Daten auf den Rechnern, die sehen wir uns auch an. Das ist ja wirklich der Hammer. Auf seinem Rechner hat er Ordner angelegt mit allen Dateien, die jeden einzelnen Betrug dokumentieren. Was denn für Dateien? Ja, vertrauliche E-Mails, interne Memos, geheime Protokolle. Also wird er wirklich gemauschelt in der Firma? Und wieder gemauschelt wird. Hör zu, aus den Dateien geht hervor, dass der gute Herr Baustadtrat seit Jahren vom Vorstand der Wohnungsbaufirma bestochen wird. Ach nee. Ja. Doch leider fehlen konkrete Kontodaten. Also wenn das mal nicht ein super Tatmotiv ist. Um Bestechung und Betrug zu vertuschen, wird der Systemadministrator beseitigt. Ja, vorausgesetzt, Sie haben mitbekommen, dass er es wusste. Naja, vielleicht wollte er Sie anzeigen oder hat Sie erpresst. Michael, wir sollten den guten Baustadtrat mal vorladen zur Vernehmung. Ja, aber vorher reden wir noch mit den Leuten in der Firma. Sie kommen eher ungelegen. Wir haben Besuch von der Kriminalpolizei. Das ist mein Vorstandskollege Herr Taufmann, das ist Stadtbaurat Herr Koch. Um was geht es denn bitte? Ja, schönen guten Tag, die Herren. Wir ermitteln im Fall des getöteten Stefan Kramer. Ja, ja, sehr bedauerlich das Ganze, aber was können wir dafür Sie tun? Da Sie wahrscheinlich alle wieder wenig Zeit haben, machen wir es kurz und schmerzlos und kommen direkt zum Punkt. Sie stehen im Verdacht, was mit dem Tod von Herrn Kramer zu tun zu haben. Wie bitte? Was erlauben Sie sich denn? Kommen Sie denn überhaupt darauf? Wir haben einen begründeten Verdacht. Und jetzt würden wir ganz gerne von Ihnen allen erfahren, wo Sie vorgestern Nacht waren. Ich habe neben meiner Frau im Bett gelegen und geschlafen, das kann sie jederzeit bezeugen. Und ich war in Brüssel, geschäftlich, das kann ich Ihnen gerne belegen. Ich war zu Hause, allein. Ich
habe die Alibis der Vorstände gecheckt. Die stimmen. Bleibt nur noch der Baustadtrat. Naja, gut, die Vorstände könnten natürlich den Mord auch in Auftrag gegeben haben. Solche Typen machen sich ja selbst nicht die Finger schmutzig. Die krummen Dinger, die da in der Firma laufen, sind bestimmt ein gutes Motiv. Mhm. Aber ich habe hier was gefunden, das ist auch sehr interessant. Das wäre? Dateien vom privaten Rechner des Toten. Darunter ist auch ein Mietvertrag für eine neue Wohnung. Was denn? Der wollte ausziehen? Genauer gesagt, er wollte mit seiner neuen Freundin zusammenziehen. Aus seinen E-Mails geht hervor, dass er seit einem halben Jahr eine Freundin hatte. Und wer ist die? Keine Ahnung. Die hat sich angemeldet im Internet unter starlight@gnet.de. Aber sie hat dort falsche Personalien angegeben. Die gibt's gar nicht. Ja, hat er sie denn in den E-Mails zumindest mit Vornamen angeredet? Immer nur mit Kosenamen. Mein Sonnenschein, mein strahlendes Lächeln und sowas. Hey, Kosenamen sind echt eine schreckliche Erfindung, wirklich. Schatzilein? Da hast du recht, mein Mauserschwänzchen. Aber wenn das wirklich so ist, der ausziehen wollte und eine Freundin hatte, mein, dann hat seine Verlobte ein erstklassiges Motiv. Aber die war ja in diesem Wellness-Hotel, das habe ich gecheckt. Naja, aber das Hotel liegt nur 100 Kilometer von hier entfernt. Theoretisch hätte sie hierher kommen und die Tat begehen können. Das schon. Aber die wäre körperlich gar nicht in der Lage gewesen, den Mann aufzuhängen. Ach, Frau Kramer, hallo. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sie haben am Telefon etwas von neuen Erkenntnissen gesagt. Ja, das stimmt. Wir haben herausgefunden, dass Ihr Sohn seit einem halben Jahr eine Affäre hatte. Was? Dann war das bestimmt die Neuigkeit, von der er mir erzählen wollte. Wer ist sie denn? Keine Ahnung. Wir dachten, dass Sie uns da vielleicht weiterhelfen können. Ich? Nein. Stefan hat doch eigentlich immer nur gearbeitet. Das war doch nur, weil mein Rechner kaputt war. Ehrlich. Ach ja? Der Kollege Müller sagte aber, dass Sie fast täglich unten in der IT waren. Wurde überhaupt mit Kramer gesprochen? Das war nur privat, wirklich. Glauben Sie mir. Frau Lampe, was genau haben Sie der Polizei gesagt? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn von mir? Nun gut, Sie können gehen. Tag. Hallo. Wollen Sie uns verraten, was da drin gerade los war? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie die beiden schon selber fragen. Ja, Moment mal bitte. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tut mir leid. Und wo will die hin? Jetzt erzieh mich eilig. Denkst du auch, was ich denke? Dass Frau Lampe hinter dieser E-Mail-Adresse steckt? starlight@gnet? Ja, würde doch passen, oder? Deswegen war sie auch immer in der IT-Abteilung. Sie wollte bei ihrem Lover sein. Suchen Sie was Bestimmtes. Was machen Sie denn? Sind Sie mir etwa gefolgt? Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie eine Affäre mit Stefan Kramer hatten? Ich weiß auch nicht. Ich war so verwirrt von dem Schock und... Was soll ich denn jetzt tun? Was meinen Sie? Für eine Abtreibung ist es zu spät. Sie sind schwanger? Ja. Im vierten Monat. Stefan wollte mich heiraten. Wir wollten eine glückliche Familie werden. Was haben Sie da hinten eigentlich gerade gesucht? Mir ist ein schrecklicher Verdacht gekommen. Stefan hat mir mal erzählt, dass wir bald sehr viel Geld haben werden und dass es irgendetwas mit der Firma zu tun hat. Er sagte, unsere Zukunft ist auf einem USB-Stick gespeichert. Was denn für ein USB-Stick? Er hat ihn mir mal gezeigt. Und auch das Versteck dort hinten. Ja. Tatsache. Der hat alle dubiosen Kontobewegungen dokumentiert. Aber wirklich alle. Sogar Konten auf den Cayman Islands und in der Schweiz. Und aus dem Material geht auch hervor, dass nicht nur der Baustadtrat, sondern auch noch andere Politiker und Amtsträger geschmiert wurden. Alles auf diesem Stick.
Ja, wenn das publik wird, da rollen Köpfe, da werden Existenzen vernichtet. Der Baustadtrat und die beiden Firmenvorstände sind raus aus der Nummer. Hier. Wir haben Handyverbindungen überprüft und Bewegungsprofile der drei Verdächtigen erstellt. Nichts. Nichts Interessantes dabei? Nein. Weder, dass sie den Mord in Auftrag gegeben haben, noch, dass sie da irgendwie mit drinstecken. Bleibt nur noch die Verlobte. Ja, aber wie soll die das angestellt haben? Mit einem Seilzug. Ich habe gerade mit den Jungs von der KTU gesprochen. Auf der Galerie oben, da waren doch so seltsame Kratzspuren. Hm. Ja, klar. Dann ist die abends vom Hotel nach Hause gefahren, hat ihren Verlobten betäubt mit Medikamenten und ihn dann mit diesem Seilzug hochgezogen. Ja, ist gut möglich. Was ist denn mit dem Zettel auf dem Sorry-Stand? Die Schrift stammt tatsächlich von dem Toten. Aber den kann er auch irgendwann geschrieben haben. Das ist mir doch egal. Verdammt noch mal, meine Gaswasser-Scheiße-Truppe kann doch nicht den ganzen Tag Däumchen drehen. Wenn nicht, dann gibt's Ärger. Ja? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Kripo, wir sind auf der Suche nach Corinna Steffens. Hinten auf der Baustelle. Jetzt sag schon, warst du es? Hast du ihn umgebracht? Entschuldigung, was willst du denn von mir? Ich habe Stefan geliebt. Frau Kramer, was machen Sie denn hier? Sie hat meinen Junge auf dem Gewissen. Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Kommen Sie darauf. Weil sie ihr ganzes Leben für ihn aufgegeben hat. Und wenn sie das mit der heimlichen Affäre noch rausbekommen hat, dann... Hey, hey, bleiben Sie hier! Frau Steffens! Das hat doch keinen Zweck. Bleiben Sie stehen oder ich springe. Tun Sie es nicht. Warum denn nicht? Was soll ich denn hier noch? Mein Leben im Gefängnis verbringen? Sie haben ihn sehr geliebt, oder? Dieses miese Schwein. Serviert mich einfach ab. Was haben Sie in der Wohnung gesucht? Bleiben Sie stehen. Sie wollten mögliche Beweise verschwinden lassen. Nicht! Kommen Sie. Sind vorläufig festgenommen. Corinna Steffens wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.